Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Und alles klar bei euch? Klar, immer. Und bei euch? Ich hab gleich Schicht. Wie soll es mir da gehen? Wieso du? Bist du gar nicht dran. Jonas hat mich gefragt, ob ich für ihn einspringen kann. Ja, mir soll's recht sein. Mir nicht. Ich habe mir unseren freien Nachmittag ein bisschen anders vorgestellt. Was ist denn mit Jonas? Sein Asthma scheint doch ziemlich schlimm zu sein. Oh. Naja, ich muss jetzt zur Uni. Ich bin schon spät dran. Drückt mir die Daumen, dass ich die Klausur bestanden habe, ja? Hast du schon mal eine Klausur nicht bestanden? Nein. Sehen wir uns später noch. Ich bin oben. Ja, klar. Hey, du musst dich immer auf mich verlassen, ja? Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, Eve. No Limits, hallo? Ja, kleinen Moment. Daniel? Für dich. Hallo, Fritsche. Was? Wann denn? Ja, ja, ist gut. Danke. Gibt's Probleme? Das war gerade mein Anwalt. Er hat einen Brief von Natascha bekommen. Weiß nicht. Wenn Natascha meinem Anwalt einen Brief schickt. Ja, Hauptsache, sie meldet sich überhaupt. Ja, ja, aber wieso schickt sie den Brief nicht direkt an mich? Warum? Vielleicht. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen. Hm. Ihr habt die ganze Zeit nicht miteinander geredet. Und wenn sie dir auf einmal schreibt? Ja, dann könnte das eigentlich auch was Gutes sein. Vielleicht sehe ich meine kleine Tochter ja doch bald wieder, hm? Der hat bestimmt den Brief für mich. Hallo. Hallo, sind Sie Daniel Fritsche? Ja. Ihren Ausweis bräuchte ich kurz noch. Ja. Hier. Ja, okay. Haben Sekunde, ja? Ja. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist gar nicht von Natascha. Sondern? Von ihrem Anwalt. Und was steht drin? Das glaube ich nicht. Okay. Ich habe verstanden. Ja, wiederhören. Und? Was sagt Nataschas Anwalt? Vergiss es. Scheiße! Ich wusste ja, dass Natascha fies sein kann, aber dass sie so kalt ist. Und wenn du ihren Anwalt bittest, dir ihre neue Adresse zu geben? Klar, dann gibt er sie mir bestimmt. Tom, der Typ vertritt sie, nicht mich. Keine Adresse. Nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie jetzt finden kann. Mann, ich drehe hier noch durch! Ich werde meine Tochter nie wiedersehen. Daniel, jetzt mal ganz ruhig. Du bist immerhin ihr Vater. Na und? Natascha hat das Sorgerecht. Ja, es gibt rechtliche Mittel. Du kannst sie verklagen. Auch gegen unbekannt verzogen, oder was? Ich habe überhaupt keine Chance in so einem Prozess. Und ich Idiot mache mir noch Hoffnung, dass diese blöde Kuh einlenkt. Denkt diese Frau eigentlich nur an sich? Die Kleine leidet doch darunter, wenn du sie nicht siehst. Das ist Natascha egal. Dann nimm mir die Kleine einfach weg. Einfach so. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Hey. Ich hol uns erstmal einen Kaffee, okay? Wolltest du nicht mal den Kaffee für Daniel holen? Oh oh. Das hab ich fast vergessen. Bis gleich. Bis gleich. Oh! Entschuldige. Ja. Wo kommst du denn jetzt her? Na, dreimal darfst du raten. Oh, der Kaffee, ja. Wollte ich gerade hochbringen. Sorry. Ja und? Was soll ich damit? Ja, wolltest du nicht wieder zurück zu Daniel? Ich? Nee, vergiss es. Der ist doch total verrückt geworden. Ja, das kann ich schon verstehen. Nach diesem Anwaltsschreiben. Was denn für ein Schreiben? Ja, der Brief. Von Natascha. Hat Daniel dir nichts erzählt? Nein. Natascha ist mit Vivian nach Südafrika ausgewandert. Ja. Daniel wird die Kleine wahrscheinlich nicht wiedersehen.